Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Ihr habt hier schon viele Themen der Elektromobilität gesehen und heute gibt es den ersten reinen Autotest und zwar zum E-Up, der hinter mir steht in der 2020er Variante. Das heißt, er sollte bis zu 260 Kilometer schaffen und ob er das kann und wie er mir sonst so im Alltag gefallen hat, das seht ihr in diesem großen Alltagstest. Bevor wir loslegen, zeige ich euch aber erstmal ein paar wesentliche Sachen vom Auto und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Untypisch für Elektrofahrzeuge, aber trotzdem typisch für normale Autos, hat der Up seinen Motor unter der Motorhaube. Wo bei anderen Elektrofahrzeugen der Frunk ist, habt ihr hier ganz normal den Motor. Dieser verbirgt sich dann unter der schönen goldgelben Klappe und ist gar nicht so groß, hat auch eine kleine Halterung, aber das war's an sich. Nicht so viel dazu zu sagen, denn ihr wollt ja hier einen Alltagstest und keine technischen Details. Obwohl der E-Up ja ein Elektroauto ist und hier normalerweise jeder Abnehmer zählt, haben wir ganz normale Halogen-Scheinwerfer und Blinker verbaut und nur dieses schicke C-förmige LED-Tagfahrlicht, was einmal unten diese Kühlerspange umgreift, ist in LED-Technik, finde ich persönlich ein bisschen schade, denn gerade mit einem Parabolspiegel ausgestattete normale Lampen hätte man hier verbauen können, ist leider nicht so. Natürlich, den Up gibt es ja auch als normalen Verbrenner, da braucht er das nicht, aber hier hätte ich mir das vielleicht gewünscht. Auf der Rückseite des Up spiegelt sich das Bild dann so in gewissermaßen wieder, denn die Rücklampen sind auch komplett nur aus Halogenlampen. Auch das Rückfahrlicht und alles, was ihr hier sehen könnt, ist aus Halogen. Einzig hier unten die Kennzeichenbeleuchtung, die erstrahlt in einem hellen Weiß, denn die ist ganz klassisch, möchte man fast sagen, LED-Technik. Was sich hier auch noch verbirgt, ist dann an der Stelle eine kleine Rückfahrkamera. Auf die gehe ich später nochmal ein, nur dass die hier schon mal erwähnt ist. Sowohl hinten als auch vorne sind überall blaue Applikationen zu sehen, die findet man auch im Innenraum wieder, finde ich ziemlich cool, dieses Detail, dass man einfach weiß, man ist hier elektrisch unterwegs. Auf der hinteren rechten Seite habt ihr dann die Tankklappe bzw. Ladeklappe, wenn man das so möchte. Dazu muss man immer das Auto nochmal aufsperren, dann hat man kurz die Möglichkeit, hier eben den normalen Stecker und wenn ihr den Aufpreis von rund 600 Euro zahlt, den CCS-Stecker dann zu öffnen. Zum Laden kommen wir aber nachher nochmal, nur dass es hier schon erwähnt ist. Was wir auf der Rückseite ebenfalls noch haben, ist der Kofferraum und der ist meiner Meinung nach sogar erstaunlich groß für so einen Up. Denn für so einen kleinen Stadtflitzer hat der meiner Meinung nach doch einen relativ großen Kofferraum. Was auf den ersten Anblick nicht so wirkt, denn wenn jetzt hier mein Kamerarucksack drin liegt, den ich mal raus tue, dann ist da gar nicht mehr so viel Platz. Allerdings habt ihr die Möglichkeit, den Boden variabel zu verändern und somit hier relativ viel Platz zu schaffen und sogar noch extra Platz für das Ladekabel. Was mir am Testfahrzeug optisch neben diesen schönen E-Up-Schriftzügen rechts, links und hinten sehr, sehr gut gefällt, sind diese schwarzen Akzente. Denn sowohl die Spiegelkappen als auch das Dach sind schwarz und im Zusammenspiel mit dieser goldgelben Farbe bringt das echt ein schönes Design auf die Straße. Allerdings gehört das zum Aufpreis, denn der Testwagen, den ich hier habe, kostet über 24.000 Euro. Der E-Up an sich startet aber schon bei 22.000 Euro und hat dabei gar nicht so eine schlechte Ausstattung. Wenn man dann noch bedenkt, dass ihr aktuell 6.000 Euro Förderprämie für Elektrofahrzeuge bekommt, könnt ihr rein elektrisch für 16.000 Euro unterwegs sein. Und das ist doch wieder mal ein Charakter, wo man sagen kann, dass das hier wirklich ein Volksauto ist. Und damit willkommen jetzt hier im Innenraum des VW E-Up. Der ist VW-typisch aufgeräumt und es ist nicht so viel hier drin. Ihr habt ein schön großes Lenkrad, was ihr auch aus anderen VW-Fahrzeugen kennt. Einen relativ kleinen minimalistischen Drehzahlmesser und Tacho in der Front. Und hier ein kleines Radio. Das lebt aber nur vom Handy. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Ansonsten schade, dass wir hier eine riesige normale Handbremse haben. Aber einen schön designten Gangwahlhebel. Ein, zwei Ablagemöglichkeiten. Keine Ablagemöglichkeit für den Arm. Und in den Türtaschen ist auch nicht so viel Platz. Gefällt mir aber ziemlich gut. Was noch als Gimmick dabei ist, ist, über diese ganze Breite hier in der E-Tafel habt ihr eine Ambientebeleuchtung, die mir wirklich gut gefällt. Jetzt schauen wir uns noch kurz das Navi an. Wie schon angedeutet, wird alles im Fahrzeug über euer Smartphone gesteuert. Bei mir ist jetzt hier das S20, was ich aktuell zum Testen habe. Und sowohl eure Navigationsdaten als auch eure Multimedia-Bereiche seht ihr hier. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, auf eure Fahrzeugdaten zuzugreifen. Das finde ich ziemlich cool gemacht, denn so ein Smartphone hat jeder einstecken. Das lädt gleichzeitig hier drin. Und wenn ihr es dann nicht mehr braucht, könnt ihr hier diese Klemme öffnen und euer Smartphone eben mitnehmen. Ihr könnt aber auch clever gelöst euer Smartphone hier unten steuern, denn hier habt ihr die Möglichkeit, die App zu bedienen. Das heißt, ihr könnt hier unten draufklicken und dann
ändert sich simultan oben auf eurem Handy-Display die Anzeige, die ihr gerade braucht. Das finde ich ziemlich clever gelöst, denn so müsst ihr beim Fahren nicht immer hier drüben die Touch-Buttons auswählen, sondern könnt direkt hier runter. Was mir bei der Navi-App nicht gut gefällt, ist die Tatsache, dass wenn ihr ein Ziel eingibt, was zu weit weg ist, ihr nicht angezeigt bekommt, wo ihr idealerweise laden solltet, sondern einfach nur angezeigt wird, ja, ihr kommt nicht bis zum Ziel. Das hätte man cleverer lösen können. Ansonsten finde ich die Bedienoberfläche sehr, sehr schön und es gefällt mir echt gut. Jetzt habe ich euch aber genug vom Fahrzeug gezeigt und würde sagen, wir schauen uns mal an, wie sich der fährt. Und dafür legen wir jetzt mal los. Kleiner Stadtflitzer mit Go-Kart-Charakter ist so ein bisschen die Überschrift für den E-Up, denn sowohl das Auftreten ist sehr, sehr subtil, aber auch leicht aggressiv, jetzt bei mir in dem Fall durch die Farbe und diese Spangen um den Grill herum in LED-Technik tun ihr Übriges dazu bei. Beim Fahren habt ihr drei verschiedene Modi zur Auswahl, zum einen die Standardoption, dann Eco und Eco Plus. Bei Eco Plus seid ihr sehr, sehr eingeschränkt, was Beschleunigung und auch eure Abnehmer angeht, das heißt sowohl die Klimasteuerung als auch andere Optionen werden euch da ausgeschalten. Eco ist da nicht ganz so aggressiv, wenn auch sparsamer in der Beschleunigung und Endgeschwindigkeit. Im städtischen Bereich habe ich aber stets die Standardoption gewählt, denn der Sprint an der Ampel, der bleibt keinem verwehrt und das will man sich ja auf jeden Fall nicht nehmen lassen, da gefühlt jedes andere Fahrzeug einfach kalt stehen zu lassen. Gerade wenn ich allein gefahren bin, hatte ich auch gefühlt immer durchdrehende Reifen. Da gibt es keine andere Option und das macht wirklich Spaß und ist ja auch attraktiv für so ein Auto. In der Stadt hatte ich im Übrigen rund 200 Kilometer Reichweite, was echt beachtlich war und sehr nah an der Herstellerangabe. Und das war wirklich gut, denn die Temperaturen aktuell waren ja auch nicht zu warm und so um die 0 bis 10 Grad waren ungefähr in dem Testzeitraum gegeben. Was gibt es sonst noch zu sagen? Es gibt eine optionale E-Sound-Erkennung bzw. Option, die ihr hinzubuchen könnt. Da wird dann bei Geschwindigkeiten bis 20 km/h ein elektrischer Sound hinzugefügt, der so ein bisschen Grummeln erzeugt und euch einfach in der Stadt ankündigt, dass die Fußgänger und andere Pedestrians, die da rumlaufen, nicht erschrecken. Und das fand ich gar nicht so schlecht, auch wenn ich ihn gelegentlich ausgeschalten habe, einfach um diesen reinen Elektro-Sound und dieses Elektro-Feeling verstehen zu können. Und für die Stadt ist der E-Up echt geeignet. Was aber neben dem Fahren natürlich wichtig ist bei einem Elektroauto, ist das Laden. Und gerade für mich war das ein extrem interessanter Punkt, denn ich habe bei mir in der Tiefgarage keine Möglichkeit, das Fahrzeug über Nacht zu laden, was eigentlich das Einfachste ist. Denn wenn ihr euer Elektroauto über Nacht ladet, habt ihr nicht die Sorge, dass ihr tanken müsst. Denn für die meisten Menschen reicht es, wenn ihr dann am nächsten Tag den vollen Akku habt. Und Langstrecke ist nochmal ein anderes Thema, da kommen wir gleich dazu. Aber für den Haushaltsgebrauch ist das die einfachste Lösung. Dadurch, dass ich das nicht hatte, war ich entweder auf Familie oder eben auf Supermärkte und die Arbeit angewiesen. Hier hatte ich zum Glück die Möglichkeit, dass man an vielen öffentlichen Plätzen entweder kostenlos oder ganz normal laden kann. Das geht dann zwar nicht so schnell wie an der Schnellladesäule, aber doch schnell genug und auch gut genug, dass man da gut über die Woche kommt. Damit kommen wir jetzt hier zum Langstreckentest im VW E-Up. Der steckt gerade noch dran, hier am Mediamarkt in Ingolstadt. Zeigt mir gerade an 244 Kilometer Restreichweite bei vollem Akku. Ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich fahre in die Heimat nach Thüringen. Mit ungefähr so 260 Kilometer. Der hat ja eine Reichweite von 260 Kilometern. Ich werde es natürlich aber nicht ans Limit bringen wollen, denn das ist mir doch ein bisschen zu heiß. Ich habe so vor, auf halber Strecke oder ungefähr dreiviertel der Strecke zu laden. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Jetzt fahren wir erstmal los. Mit besagten 244 Kilometern Reichweite habe ich den dann am Mediamarkt abgesteckt und bin losgefahren, nachdem ich da noch einen kurzen Einkaufsbummel gemacht habe. Kurzer Hinweis an der Stelle, an allen Mediamärkten könnt ihr im Übrigen kostenlos laden, was als Fahrer wie mich, der keine Ladesäule zu Hause hat, ziemlich cool ist. Auf der Autobahn habe ich mich gar nicht so fehl am Platz gefühlt. Man könnte denken, dass so ein Abwehr klein ist und dass es da eher schwierig ist auf der Autobahn, aber ich fand das gar nicht so schlecht. Einziger Nachteil, den ich empfunden habe, war, dass wenn man mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs ist, es teilweise echt peinlich ist, wenn man jemanden überholt und nicht mehr km/h rausholen kann. Denn dann kann sich so ein Überholvorgang doch ein bisschen zögern oder der andere denkt sich, er drückt aufs Gas und man muss wieder einscheren. Was das Schöne ist, ist, dass der dauerhaft rechargen kann. Das heißt, egal was ihr macht, die Rekuperation greift immer ein und ihr könnt selbst bei hohen Geschwindigkeiten abbremsen.
Ich habe dann nach einer kurzen Zeit schon meinen ersten Stopp gemacht und habe kurz nach Nürnberg 20 Minuten geladen. Und da hatte ich schon mein erstes Problem mit der Langstrecke. Denn den e-tron, den ihr hier seht, der wollte vor mir laden. Und nur weil das bei dem irgendwie nicht ging, hatte ich die Möglichkeit, CCS zu laden. Was normalerweise nur einmal dort fähig gewesen wäre. Und obwohl 3 Ladepunkte in der App angezeigt wurden, waren es dann 3 verschiedene. Das heißt, ein ganz normaler Gleichstrom, ein Wechselstrom und ein Shademo-Stecker. Was mir natürlich nicht hilft, wenn ich den CCS brauche. Das heißt, hätte mir der e-tron den weggenommen, hätte ich schon das erste Mal ein Problem gehabt. Weiter ging es dann und was mir da aufgefallen ist, ist der Spurhalteassistent, den Volkswagen hier in dem VW e-up verbaut. Klar, da muss man nicht zu viel erwarten, der ist kamerabasiert, aber der ist so ein typischer pendelnder Spurhalteassistent. Es gibt 2 verschiedene Arten, die eine, die dich genau in der Mitte halten und den anderen, den man hier hatte. Das heißt, ihr pendelt immer von links nach rechts in der Spur und das ist echt auf Dauer nicht so cool, in Kombination mit dem Tempomat aber ganz in Ordnung. Meinen zweiten Stopp habe ich dann in Himmelkron eingelegt, da konnte ich auch mit 33 kW laden. Der App kann ja eigentlich 40 kW, wenn er CCS-fähig ist. Leider konnte ich das in der ganzen Testphase nie nutzen und die 33 kW hier waren das schnellste. Ach ja, und der Porsche Taycan, der hier rumstand, war auch ziemlich nice, der einfach mal mit der 5-fachen Geschwindigkeit von mir geladen hat. Weiter ging es dann schon in Richtung Dämmerung, aber was soll ich dabei sagen, einziger Nachteil hierbei war, dass die H7-Birnen natürlich nicht so hell machen und man sich in so einem futuristischen E-Auto ein bisschen zurückversetzt fühlt, wenn da vorne die gelblichen Lampen leuchten. Ambiente Beleuchtung im Inneren ist natürlich mega cool und auch so hat es da echt Spaß gemacht, mit dem Auto unterwegs zu sein. Ich habe es zu keiner Minute bereut, mit dem gefahren zu sein. Ich bin dann gestern nach 258 Kilometern hier bei meinen Eltern angekommen, wo der App seit jetzt auch ansteckt, weil der braucht ungefähr 10 Stunden, um vollzuladen. Unterwegs war das natürlich angenehmer, denn dank dem CCS-Stecker, den ich in dem Testfahrzeug hier verbaut habe, konnte ich einmal in 20 Minuten 20% nachladen und einmal in ungefähr einer Dreiviertelstunde 50%. Ich hätte es natürlich auch kombinieren können, hat sich bei mir aber vom Fahrgefühl einfach anders ergeben und ich war insgesamt reine Fahrzeit 2 Stunden 44 unterwegs. Ich fand das okay, denn ich habe die 135 km/h Grenze des Öfteren genutzt und den App sozusagen an seine Grenzen getrieben, was aber wirklich Spaß macht, denn er hat auch bei 120 km/h immer noch genügend Zug, wenn man dann aufs Strompedal drückt. Mir hat es auf Langstrecke echt Spaß gemacht und ein Schnittverbrauch von 16,4 Kilowattstunden geht dabei auch vollkommen in Ordnung. In Summe habe ich ca. 8 Euro dafür ausgegeben und gerade wenn man bedenkt, dass man beim Start, wo ich ja bei einem Mediamarkt gestartet hatte und jetzt am Ziel, wo man bei den Eltern quasi kostenlos laden kann, das Ganze ja dann relativ günstig umsetzen kann. Von dem her, ich fand es echt gut, mit dem jetzt auch mal auf Langstrecke zu gehen. Was es sonst noch zum e-up zu sagen gibt, ist, dass mich der Kofferraum dann tatsächlich doch überrascht hat. Am Anfang dachte ich noch, dass der niemals ausreichend sein könnte, aber durch den variablen Boden bekommt er erstaunlich viel hinein. Ich habe jetzt hier eine Sporttasche, den Ronin SC, eine Tasche mit Lebensmittel und auch noch meinen Kamerarucksack hineinbekommen und es wäre tatsächlich noch Platz gewesen für einen Handgepäckskoffer, also wirklich mehr als ausreichend für die Fahrzeuggröße. Optional hinzu kam bei mir noch die Rückfahrkamera, die ist aber in meinen Augen fast eine Spielerei. Die ist auf dem Hauptdisplay des Fahrzeugs neben der Park Distance Control angeordnet und mit einem kleinen Display wirklich mehr eine Spielerei. Leider winken dabei auch nicht die Fahranzeigen mit, von dem her ja auch nur nice to have. Was aber deutlich mehr Sinn macht, ist die Frontscheibenheizung, denn während ein Elektroauto weniger Abwärme produziert, könnt ihr so die Frontscheibe vom Eis im Winter befreien und das ist doch wirklich nice to have, aber eben auch optional. Was nicht optional ist, ist die rückseitige Antenne, die hätte man sich gern sparen und vereinfachen können. Der e-up hat mich im Übrigen an Ladekosten 61 Euro im ganzen Zeitraum gekostet. Das sind auf 1500 Kilometer ungefähr das 4-fache weniger als ein vergleichbarer Verbrenner. Der VW e-up ist in meinen Augen mehr als nur ein kleiner Elektro-Stadtflitzer. Ich habe euch gezeigt, dass man damit auch durchaus längere Strecken fahren kann, wobei man es vielleicht nicht unbedingt machen sollte, denn die Reichweite ist dann doch so gering, dass man mehr auf den Tacho schauen muss. Das macht in Summe nicht so viel Spaß, wobei 135 in meinen Augen auch als Reisegeschwindigkeit für so ein Auto ausreichend sind und es nicht unbedingt so viel schneller fahren müsste bei der Größe von Auto. Im Alltag hat es mir aber sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ja privat keine Möglichkeit, das Fahrzeug zu Hause zu laden. Deswegen war ich darauf angewiesen, entweder bei den Eltern oder an irgendwelchen anderen Städten zu laden, also beispielsweise beim Lidl, beim Mediamarkt, also alle möglichen Orte, wo ihr euch das ausdenken könnt. Und ich kam damit echt gut über den Alltag. Und wenn es mal längere Strecken ging,
dann hat man irgendwo auch eine CCS-Möglichkeit gefunden. Für all diejenigen unter euch, die aber ein kleines Fahrzeug für die Stadt suchen und nicht so oft laden müssen, da ist das echt eine geniale Möglichkeit, einfach in die E-Mobilität einzusteigen. Denn für 16.000 Euro, wenn wir das jetzt mal als Startpreis sehen, da habt ihr eigentlich fast keine Konkurrenz. Euch gehört das Fahrzeug, ihr müsst keine Batteriemiete zahlen, wie es bei anderen Herstellern die Möglichkeit nur gibt. Und mit rund 200 Kilometern Reichweite im städtischen Betrieb ist es auch vollkommen ausreichend. Ich habe einige an Ladesäulen getroffen, die mir erzählt haben, dass sie ihre Autos auch nicht zu Hause laden, sondern immer nur an städtischen Möglichkeiten. Und das hat mich so ein bisschen ermutigt, dass man eben auch ein Fahrzeug rein elektrisch bewegen kann, wenn es nicht zu Hause geladen wird. Ich fand es sehr, sehr interessant, das Fahrzeug zu testen, fand es sehr, sehr cool und es ist von mir eine 100% Empfehlung im Preisbereich eben weit unter 20.000 Euro. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet gute Eindrücke bekommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr im nächsten Elektrofahrzeug-Autotest sehen wollt und ob es Anregungen gibt. Denn für mich war es der erste reine Autotest. Deswegen so ein bisschen eine Art Prototyp. Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst uns dazu schreiben. Und da war es das mit diesem Video. Danke euch fürs Zusehen. Danke nochmal an VW, dass die mir das Ding für 2 Wochen vor die Haustür gestellt haben. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Ciao.